Willkommen zurück zu einem neuen Part von Undertale. Auf der Pazifisten- bzw. neutralen Route, da wir die vorher machen müssen, bevor die Pazifisten-Route machen können. Und wir laufen jetzt einfach diesen Wald entlang, der sehr gruselig und einsam und verlassen wirkt. Es ist ein sehr stark aussehender Zweig. Er ist zu schwer, um ihn aufzuheben. Dennoch, er zerbrach. Werden wir verfolgt? Werden wir beobachtet? Wir werden verfolgt. Oh shit. Shit, es kommt näher, es kommt näher, es kommt näher, es kommt näher. Fuck, 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 fuck. Mensch. Weißt du denn nicht, wie man einen neuen Freund begrüßt? Dreh dich um und schüttel meine Hand. Derp. Der alte Furzkissen in der Hand trägt. Er ist immer wieder witzig. Wie auch immer, du bist Mensch, richtig? Nun, das ist witzig. Ich bin Sans, Sans das Skelett. Ich sollte eigentlich, nach Menschen Ausschau halten, aber, ja, weißt du, ich kümmere mich eigentlich so wirklich um das Einfangen von Menschen. Naja, aber mein Bruder Papyrus, er ist ein Menschenjagdfanatiker. Also eigentlich, ich glaube, er ist das da drüben. Ich habe eine Idee, geh doch einfach mal durch dieses Tor-Ding. Nun, mein Bruder hat es gebaut, aber die Stangen sind viel zu weit auseinander, um jemanden aufzuhalten. Schnell, hinter diese merkwürdig geformte Lampe. Was ab, Bro? Du weißt genau, was los ist, Bruder. Es ist 8 Tage her. Und du hast immer noch nicht deine Rätsel... du hast deine Rätsel immer noch nicht rekalibriert. Du hängst die ganze Zeit nur an deiner Station. Machst du überhaupt irgendwas? Ich starre auf diese Lampe. Die ist wirklich cool. Möchtest du nicht auch mal schauen? Nein, 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 nein! Ich habe keine Zeit dafür! Was wäre denn, wenn ein Mensch genau jetzt hier durchkäme? Ich wäre bereit. Ich möchte bereit sein. Ich möchte derjenige sein. Ich muss derjenige sein. Ich werde den Menschen fangen. Denn ich, der große Papyrus, werde all die, ich werde all das bekommen, was ich, schon immer verlange. Respekt, Anerkennung. Ich werde endlich der Royalen Garde beitreten. Leute werden fragen, ob sie meine Freunde sein können. Ich werde in Küssen, in einer Dusche voll Küssen jeden Morgen baden. Vielleicht kann diese Lampe da helfen. Sans, du hilfst mir gar nicht. Du bist ein faulendes Gerippe. Alles, was du tust, ist Boondoggle. Ja, ist sitzen und Boondoggle. Ja, Boondoggle. Wortwitz, die kann man halt nicht übersetzen. Du wirst fauler und fauler von Tag zu Tag. Hey, nimm's doch einfach. Ich habe schließlich eine Tonne voll Arbeit zu tun. Eine Skeletonne. Sans! Komm schon, du lächelst doch. Ja, ich tu's und ich hasse es. Warum musst du jemand Großartiges wie ich so viel tun, um Anerkennung zu bekommen? Wow, du klingst ja wirklich so, als ob du dich in etwas hineinarbeitest. Und zwar bis zu den Knochen. Na, ah, ich werde an meinen Rätseln arbeiten. Und für deine Arbeit? Nun, du sollst auch etwas mehr Rückgrat hineinpacken. Okay, ich denke, du kannst hinauskommen. Du solltest gehen. Wer weiß, vielleicht kommt er zurück. Und falls er es tut, du wirst dann wirklich noch durch eine Menge Wortwitze durch müssen. Es ist eine Art Checkpoint oder eine Aussichtsstation. Hier liegen einige Flaschen voll
mit von Ketchup und Muskatnuss und ähnlichen Sachen herum. Eigentlich, hey. Ich hasse es ja eigentlich, dich nach einem Gefallen zu fragen, aber ich dachte gerade so nach und mein Bruder, der scheint schon ein bisschen down zu sein. Könntest du vielleicht... Er hat noch die Menschen gesehen und wenn er dich sieht, dann könnte das vielleicht seinen Tag ausmachen. Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Selbst wenn das versucht zu sein. Ich danke dir millionenmal. Schon mal im Voraus. Diese Form dieser Lampe füllt dich noch immer mit Entschlossenheit. Dies ist eine Box. Du kannst Items hineinpacken oder Items herausnehmen. Dieselbe Box wird später wieder auftauchen. Keine Sorge. Gezeichnet ein Boxliebhaber. Es ist eine Angel, die am Grund befestigt ist. Möchtest du mal an ihr ziehen? An ihr ist ein Foto von einem seltsamen aussehenden Monster drangehängt. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Du entscheidest dich nicht anzurufen. Du hängst die Leine zurück. Möchtest du die Box verwenden? Yep. Ich möchte nämlich den Butterscotch Pie für später aufheben und den Spider Donut auch. Tough Glove nehmen wir einfach. Ich brauche die Waffen gar nicht. So. Also. Wollte ich es anderen sagen. Sie drehen durch. Und zwar wortwörtlich. Sans, oh mein Gott, ist das ein Mensch? Eigentlich denke ich, das ist ein Stein. Oh. Hey, was ist denn das da vor dem Stein? Oh mein Gott! Ist das ein Mensch? Ja. Oh mein Gott! Sans, ich habe es endlich geschafft! Andein wird. Ich werde... Ich werde so berühmt, berühmt, berühmt. Mensch, du kommst hier nicht vorbei. Ich, der Großpapyrus, würde dich, dich stoppen. Ich werde dich fangen. Du wirst in die Hauptstadt ausgeliefert. Und dann... Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber in jedem Fall... Fortfahren. Und... wenn du möchtest. Nun... Das lief doch ziemlich gut. Du brauchst nicht schwitzen, Kleiner. Ich werde einen Augapfel auf dich werfen, okay? Snowdrake flattert hinein. Check. Snowdrake. Dieser Teenager-Komödiant kämpft um ein anhaltendes Publikum. Better not snowflake out. Schon wieder so ein Wortwitz, wo ich nicht weiß, wann ich übersetzen sollte. Snowdrake lacht über seinen eigenen schlechten Witz. Joke. Du machst einen schlechten Eiswitz. Nice try. Netter Versuch. Au. Du lachst über Snowdrakes Wortwitze. Siehst du, du lachst. Dad lag falsch. Und schon können wir ihn verschonen. Hier ist etwas auf ein Pappschild geschrieben. Du beobachtest gerade die zusammengebaute Station. Die gut zusammengebaute Station. Wer könnte sie gebaut haben? Ich wette, es war der berühmte Wachmann. Notiz, noch kein berühmter Wachmann. Absolut keine Bewegung. Ich übersteuere, glaube ich, gerade ein bisschen. Hat sich da gerade was bewegt? Oder war das meine Einbildung? Ich kann nur Dinge sehen, wenn sie sich bewegen. Wenn sich etwas bewegt, zum Beispiel ein Mensch, ich würde sicherstellen, dass es sich nie wieder bewegt. Doggo blockiert den Weg. Check. Sehr leicht beeindruckt durch Bewegung. Hobbys beinhalten Eichhörnchen.
beweg dich kein Zentimeter. Doggo kann nichts finden. Du streichelst Doggo. Was? Ich wurde gestreichelt. Hä? Pat? Gestreichelt, 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 gestreichelt. Etwas hat mich gestreichelt. Etwas, das sich nicht bewegt. Ich brauche mehr Hundeleckerlis dafür. Hallo? Ist hier jemand? Nein. Jemand hat hier Hundeleckerlis geraucht. Hey. Hier ist etwas Wichtiges, an das du dich erinnern solltest. Mein Bruder hat eine sehr spezielle Attacke. Wenn du blaue Angriffe siehst, dann beweg dich nicht und du wirst nicht verletzt. Ein einfacher Weg, das zu merken, gibt es zu merken. Stell dir ein Stoppschild vor. Wenn du es siehst, dann stoppst du, richtig? Stoppschilder sind rot. Also stell dir einfach ein blaues Stoppschild vor. Ganz einfach, richtig? Wenn du kämpfst, denke daran, dass du bei blauen Angriffen das Blau stoppen zeigt. Norden Eis, Süden Eis, Westen Eis, Osten Snowden Town und Eis. Hallo, ich bin ein Schneemann. Ich möchte die große weite Welt sehen, aber ich kann mich nicht bewegen. Wenn du so nett wärst, dann nimm doch bitte ein Stück von mir mit und bring es ganz weit weg. Danke dir, viel Glück. Du hast ein Schneemannstück erhalten. Du bist so faul! Du hast die ganze Nacht ein Nickerchen gehalten. Ich denke, das nennt sich Schlafen. Ausreden, Ausreden! Oh oh, der Mensch ist da! Um dich zu stoppen, hat mein Bruder und ich dieses Rätsel erschaffen. Ich denke, du wirst dieses etwas schockierend finden. Wie du siehst, ist es unsichtbar. Ein elektrisches Labyrinth. Wenn du die Wände berührst, dann wirst du einen Elektroschock bekommen. Dieser Orb wird dir nämlich einen herzlichen Schrecken einjagen. Klingt doch nach Spaß, weil die Menge an Spaß, die du haben wirst, ist wahrscheinlich... Sie ist eigentlich sehr gering. Okay, du kannst jetzt fortfahren. Sans! Was hast du getan? Ich denke, der Mensch muss diesen Orb halten. Oh, okay. Halt das mal bitte. Okay, versuch's doch mal. Unglaublich. Du hast dich da richtig durchgeschlängelt. Du hast es so einfach gelöst. Zu einfach. Wie auch immer, das nächste Rätsel wird nicht so einfach. Es wurde von meinem Bruder Sans designt. Du wirst sicherlich daran verzweifeln. Ich weiß, wer ich bin. Hey, danke. Mein Bruder scheint ja ziemlich viel Spaß zu haben. So ganz nebenbei. Hast du dieses merkwürdige Outfit gesehen, das er trägt? Wir haben es vor ein paar Wochen von einer Kostümparty. Er trägt seitdem nichts anderes mehr. Er nennt es seine Kampfrüstung. Mann, ist mein Bruder nicht cool? Ich verstehe es nicht. Warum verkaufen die sich nicht? Ist doch perfektes Wetter für etwas Kaltes. Oh, ein Kunde. Hallo. Würdest du gerne etwas Nice Cream haben? Es ist die gefrorene Köstlichkeit, die dein Herz erwärmt. Nun, es sind nur 5, kostet der 15G. Hier, nimm dir eins. Hab einen super duper netten Tag. Du hast einen Nice Cream bekommen. Piu, piu. Piu, piu. Orange. Du bist die nette Person. Was? Ach nee, du bist die Art der Person, die mit der Faust nach vorn durch alle Hindernisse bricht. Du hast 5G erhalten.
Ich hatte darüber nachgedacht, auch etwas zu verkaufen. Möchtest du etwas frittierten Schnee? Es kostet nur 5G. Sagte ich 5G? Ich meinte 50G. Wir kaufen. Wirklich? Wie wär's mit 5000G? 500.000? Das ist mein finales Angebot. Was? Du hast nicht so viel Geld? Hey, das ist okay. Ich habe auch keinen Schnee. Seine. Yes. Geruchgefahrenbewertung. Schneegeruch, Schneemann. Weiße Bewertung. Kann gelb werden. unverdächtiger Geruch. Hündchen. Blau. Riecht Geruch von etwas, das herumrollt. Seltsamer Geruch. Mensch. Grüne Bewertung. Um jede Kosten zerstören. Ja, und dass das grün-rot geschrieben ist, das soll, glaube ich, so eine Anspielung sein an diese Farbenblindheit von Hunden. Es sieht aus wie ein Stehball, aber eigentlich ist es ein Snow-Dezahedron. Ein Schnee-Dezahedron. Keine Ahnung, was ein Dezahedron ist. Also, ob das auch so im Deutschen heißt oder... Mensch! Ich hoffe, du bist bereit für... Sans! Wo ist das Rätsel? Es liegt direkt dort, auf dem Boden. Vertrau mir, es gibt keinen Weg daran vorbei. Ja, stimmt, das ist zu schwer. Sans! Der Mensch flieht! Du hast das Rätsel zu schwer gemacht! Hey du, komm zurück! Na gut. Oh, fuck. Alter, scheiße, können wir das lösen? Alter, guck mal, wir müssen erstmal vor allem Gears für erfinden. Hallo? Das ist doch scheiße. Ach du. Wir werden hier noch 3 Parts dran sitzen. Ich spreche am besten mal mit Sans. Sans, das hat überhaupt nichts gebracht. Wups. Ich wusste, ich hätte das heutige Kreuzworträtsel hinlegen sollen. Was? Kreuzworträtsel? Ich kann es nicht glauben, dass du so etwas sagst. Meiner Meinung nach ist Junior Jumble das Schwerste, was es gibt. Was? Wirklich? Was? Wirklich? Junior Jumble ist doch das Einfachste, was es gibt. Und das ist für Babyknochen? Unglaublich. Mensch, löse diesen Streit. Was ist schwerer? Kreuzworträtsel als Wörtersuche. Ihr zwei seid echt merkwürdig. Kreuzworträtsel sind doch so einfach. Die Lösung ist immer das gleiche. Man füllt einfach alle Boxen mit den Buchstaben Z. Weil man immer einschläft, wenn ich immer einschlafe, wenn ich auf Kreuzworträtsel achte. Papyrus findet sehr interessante Sache schwer. Gestern hat er versucht, das Horoskop zu lösen. Wir werden speichern und den Part erstmal beenden. Zu wissen, dass die Maus eines Tages einen Weg findet, um die Spaghetti zu ätzen, füllt dich mit Entschlossenheit. So, und da sind wir auch wieder, Leute und Leutinens und alles, was zuschaut. Ja, ich habe mich doch mal entschlossen, einfach diesen Part zu verlängern. Deswegen kam er auch nicht, wie ich eigentlich erst wollte, am Montag. Aber okay. Ja, ich wollte halt einfach noch ein bisschen Sachen ranhängen. Weil er doch ein bisschen sonst zu kurz wäre. Es ist eine Notiz von Papyrus. Mensch, bitte, genieße diese Spaghetti. Ach, wie wenig du doch nur weißt, dass diese Spaghetti eigentlich eine Falle sind. Die wurden extra designt, um dich zu fangen. Du wirst so beschäftigt sein, diese Spaghetti zu essen, dass du gar nicht realisieren wirst, was dir geschieht. Ja, du wurdest wieder hereingelegt vom großen Papyrus. Papyrus. Es ist ein Teller mit gefrorenen Spaghetti. Sie sind so kalt, dass sie bereits am Tisch feststecken. Eine unangesteckte Mikrowelle. Sie ist auf Spaghetti eingestellt. Warnung. Hundehochzeit. So. Wir haben ja letztes Mal das hier gesehen. Oh. Lesser Dog appears. Wir können es streicheln oder streicheln. Aber ich sag, wir machen jetzt mal Check. Lesser Dog. Attack 12. Defense 2. Will the Stone Dogger. Dog. Ja, wegen Dagger eigentlich. Und das ist ein Dolch. Er trägt einen Stein-Dogger, in Anführungszeichen, aus
Pomagranit, was auch immer das ist, ist irgendwas mit Granit halt. Hechel, Hechel. No, Doggy, please. Oh. Der hat mich erwischt. Dann streiche ich dich. Du hast kaum deine Hand gehoben. Dann wurde gleich Lesserdog sehr aufgeregt. Keine Spellen. So, wir können dich verschonen. So, also hier ist ja so ein Dings. Das zeigt eigentlich die Karte, wo wir gerade sind. Und ja, wir müssen diesen Schalter da oben drücken. Das mussten wir in der Genozidroute ja nicht tun. Da hat Flowey das für uns bereits gemacht. Das ist ein versteckter Schalter im Schnee. Klick. So. Und dann geht's hinunter. Zu den Bossen, die Dave damals getötet hat, weil er nicht wusste, wie es funktioniert. Aber die sind ganz einfach. Was ist dieser Geruch? Und wo ist dieser Geruch? Wenn du ein Geruch bist, dann identifiziere dich Smelbst. Wegen hier Smelf und das ist wieder voll das Wortspiel. Dieser merkwürdige Geruch. Yeah, bringt mich dazu, es eliminieren zu wollen. Ich schalte die Sonne direkt hinein. Ich habe mir dieses Vorhang zugemacht. Das hat man vielleicht gehört, wenn mein Mikrofon sehr empfindlich ist, was Lautstärke angeht. Man hört es ja auch immer wieder mit der Tastatur. Eliminieren dich! Doggy Assault. Check. Dog Amy. Husband, also Ehemann von Doggeressa. Kennt nur was... Knows only what... kennt nur was er riecht. Ja, einfach hier in den Herzen jeweils stehen bleiben. Halt. Und check. Doggeressa. Dieses Hündchen, finds her Hubby, was ist ein Hubby? Findet ihre, irgendwas. Ach, findet wahrscheinlich ihren anderen Partner da lieblich. Gerüche only. Let's kick human tail. Ba-da-ba-ba-da, ba-da-ba-ba-ba-ba. Ich mag immer noch den Soundtrack. So, wir können nicht petten. Ich kann es dir mal zeigen, was passiert. Die Hunde halten dich zu viel verdächtig. Halten den Geruch für viel zu verdächtig. Pfoten weg, du stinkender Mensch. So, der Angriff ist eigentlich sehr einfach auszuweichen. So, wir müssen etwas herumrollen. Du rollst dich im Dreck und Schnee. Du riechst wie ein seltsames Hündchen. So. Resniff. Die Hunde schnüffeln dich nochmal. Nachdem du dich im Dreck gewälzt hast, riechst du okay. Was ist das für ein Geruch? Bist du wirklich ein Hühnchen? Ja, der war sehr schwer auszuweichen. Ich habe mich sehr viel bewegt. Pat, du hast Doggami gestreichelt. Doggami. Wow, ein Hund, der Hunde streichelt. Ja, okay, also dieser Angriff scheint sehr leicht auszuweichen. Oh, ich hätte fast gedacht, ich raste noch in das Herz. Das war wirklich sehr... Du hast Doggeressa gestreichelt. Was ist mit mir? Wollen beide gestreichelt werden? Zack, und jetzt können wir euch verschonen. So einfach war's. Hunde können andere Hunde streicheln? Eine neue Welt hat sich für uns geöffnet. Danke, seltsames Hündchen. Alles klar. Oh, 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 das Rätsel ist schwer. Ich glaube, wir müssen das Schild mal lesen. Verwandle jedes X in ein O. Und dann drücke ich den Schalter. Oh. Ah, oh, okay. Oh, oh, der Rätsel, das ist schwer. Scheiß. Oh, oh. Papyrus, kannst du mir was sagen? Was? Wie kamst du an meiner Falle vorbei? Und viel wichtiger. Ist da etwas für mich übrig? Was möchtest du, Papyrus, über die Spaghetti sagen? Ich habe welche für dich übrig gelassen. Wirklich? Wowie! Du hast sogar den Geschmack meiner heimgekochten Pasta widerstanden. Nur damit du sie mit mir teilen kannst. Fred. Was ist Fred? Ah, verdammt. Nee, nicht fürchte, oder? Fürchte nicht, Mensch. Ich, Meisterkoch Papyrus, werde dir so viel Pasta machen. Was will make you all the pasta you
könnt einfach... Also, ich werde dir all die Pasta machen, die du dir wünschst. Nee. Du hast deine Lache umgedreht. Aber warte, die Stimme war falsch. Denn wir dürfen ja nicht mehr... Wir sind keine Genozidmenschen mehr. Mein Bruder hat eine Sockensammlung gestartet. Was? How saddening? Wie traurig? Manchmal wundere ich, was er tun würde... Ohne... Was? Ohne, dass jemand so ein cooler Typ wie mir auf ihn aufpasst. Ja, okay, du sagst es selber nochmal. Na gut. Mensch! Wie sag ich dir das? Du hast so lange gebraucht, hier aufzutauchen, dass ich entschieden habe, dieses Rätsel zu verbessern. Indem ich da den Schnee angepasst habe, dass er aussieht wie mein Gesicht. Unglücklicherweise ist der Schnee auf dem Boden geschmolzen, gefroren. Nun ist die Lösung etwas anders. Und, naja, anders als gewöhnlich, ist mein, also, wie gewöhnlich ist mein fauler Bruder nirgendwo zu finden. Ich denke, was ich sagen will, ist, keine Sorge, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde dieses Rätsel unter jeden Umständen lösen. Dann können wir beide fortfahren. Währenddessen versuch doch einfach, das Rätsel mal selbst zu lösen. Ich werde dir die Lösung nicht vorwegnehmen. Ja, wieder dasselbe halt, ne? So, das war. Okay. Das war, glaube ich, wirklich ein bisschen komplexer. Nein, wahrscheinlich war es einfach, aber ich bin nur wieder blöd. Zack. Das war schon falsch. Möchte ich mal so anmerken, weil, ja. Natürlich waren das nochmal... Wir müssen, glaube ich, so von oben rein. Kann das gewesen sein? Ja. Glaub schon. Das war schon falsch. Weil dann kommen wir da drüben nicht mehr hin. War das Rätsel nochmal, Alter. How about this? Boah, ich wirklich bei so einem Rätsel gerade. Wow, du hast es gelöst. Und du hast es ohne meine Hilfe geschafft. Unglaublich, ich bin beeindruckt. Du musst wirklich dich sehr für Puzzle interessieren. Nun, ich bin mir sicher, dann wirst du das nächste Rätsel auch lieben. Denn es könnte eventuell sogar für dich zu einfach sein. Oh, das Sans. Du hast das Rätsel wirklich sehr schnell gelöst. Gut gemacht. Du hast nicht mal meine Hilfe benötigt. Was großartig ist, denn ich liebe es absolut nichts zu tun. Wir lieben das doch alle, Sans. Oh nein. Hey! Es ist der Mensch. Du wirst dieses Rätsel lieben. Es wurde vom großen Doktor Alphys oder von der großen Doktorin Alphys gemacht. Siehst du diese Kachel? Nachdem ich den Schalter umgelegt habe, wird sich die Farbe der Kacheln verändern. Jede Farbe hat eine verschiedene Funktion. Rote Flächen sind unpassierbar. Du kannst nicht auf ihnen laufen. Gelbe sind elektrisch geladen. Wenn du auf ihnen läufst, wirst du einen Elektroschock erhalten. Grüne sind Alarmteils. Sie werden Monster, wenn du auf sie drauf trittst, wirst du mit einem Monster kämpfen müssen. Orangene haben einen Orangengeruch. Sie werden dich lecker riechen lassen. Blaue Flächen sind Wasserflächen. Schwimme durch sie, aber wenn du nach Orangen riechst, dann werden dich Piranhas beißen. Also, wenn eine blaue Fläche direkt neben einer gelben Fläche ist, dann wird das Wasser dich ebenfalls elektrisch schockifizieren. Lilane Flächen sind rutschig. Du wirst einfach durch sie hindurchrutschen auf das nächste Feld. Wie auch immer. Die rutschige Seife riecht nach Zitronen. Welche Piranhas überhaupt nicht mögen. Lila und Blau sind also okay. Und letztendlich Pinke. Sie tun absolut gar nichts. Lauf auf sie, wie du willst. Und wie war das? Verstanden? Understand the explanation? Wenn wir No drücken, passiert, glaube ich, was Lustiges. Sag mal nochmal. Okay, ich denke, ich versuche nochmal, mich zu wiederholen. Rote sind unpassierbar. Gelbe sind elektrisch und gefährlich. Blaue machen, dass du mit Monstern kämpfen musst. Grüne sind Wasserfelder. Orange lassen dich nach Orange riechen.
Wenn du auf Orange schießt, dann trete nicht auf Grün. Braune Flächen sind... Warte! Es gibt gar keine braunen Flächen. Liga-Flächen riechen nach Zitrone. Und warum riechen Gelbe nicht nach Zitronen? Warte. Da habe ich jetzt eigentlich gerade Grün und Blau vermischt. Die Blauen waren noch Wasser. Und Pink? Ich erinnere mich nicht mehr. Warte. Diese taten gar nichts. Okay. Hast du es jetzt besser verstanden? Evenless. Okay. Weißt du was? Wie wär's damit? Du könntest einfach dieses Puzzle selbst versuchen. Ich lasse die Anleitung hier. Lies sie einfach. Wenn du sie verstanden hast. Dann kommst zurück und drückst den Schalter. Und machst es in der Eigenschwierigkeit. Und viel Glück. Okay, das wusste ich nicht, dass es passiert. Eigentlich ist es aber lustig, was passiert. Er hat diesen Schalter gedrückt. Es gäbe jetzt einfach so eine ganz gerade Linie hindurch. Eigentlich waren die Spaghetti von früher... Sie waren gar nicht so schlecht wie mein Bruder. Seit er mit dem Koch schon angefangen hat, hat er sich sehr verbessert. Ich wette... Er verbessert sich noch bis nächstes Jahr und macht sogar etwas Essbares. Es ist eine Hühnchenzeichnung. Nee, Hühnchenfoto war das, glaube ich. Die Maschine funktioniert nicht. Und da ist ein Hund. Was macht dieser Hund? Dieser Hund starrt blank in den Schnee hinein und wartet darauf, dass er sich in Kunst verwandelt. Auf dem Boden dieser Box liegt ein Parmesan. Parmesan? Ich weiß nicht. Pass auf den Hund auf. Bitte streichel den Hund. Und da haben wir noch eine Kuh. Dieser Hund sieht sich selbst als Künstler, aber er weiß nicht immer, was er erschaffen soll. Es ist wahrscheinlich, es hilft wahrscheinlich nicht, dass das Gehirn nur die Größe einer Erbse hat. So, und ich denke, das reicht auch dann erstmal, dass wir das dritten Handring an diesem Part von eben. Und dann sage ich tschüss und wir sehen uns im nächsten Part wieder.